Ein herzliches Grüß Gott beisammen. Am kommenden Wochenende hätten wir hier rund um den Münchner Dom das Bennofest gefeiert. Hunderte von Menschen wären gekommen, um sich an den Ständen zu informieren oder dem Bühnenprogramm mit seinen Highlights zuzuhören. Aber leider geht es uns allen so wie vielen im Moment. Wir mussten Geburtstagsfeiern absagen, Erstkommunion oder Firmungsfeiern. Nichts ging mehr. Corona hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und einen Strich durch die Rechnung hat das Leben auch dem heiligen Benno gemacht. Wir sehen sein Bildnis hier oben, oberhalb vom Portal des Domes in München. Er war Bischof in Meißen im 11. Jahrhundert und durch politische Wirren war er dann plötzlich gezwungen, seine Bischofsstadt zu verlassen. Doch vorher hat er noch die Portale seines Domes verschlossen und den Schlüssel in die Elbe geworfen. Dadurch kam das kirchliche Leben in Meißen zum Erliegen. Auch eine Art Lockdown, wenn man so will, wie wir es in der Zeit der Corona-Krise erleben mussten. 3 Jahre später kam der heilige Benno dann unerkannt als Pilger, so sagt es die Legende, wieder nach Meißen zurück. Er ist in ein Wirtshaus gegangen, hat sich Fisch servieren lassen und hat dann im Bauch des Fisches tatsächlich den Schlüssel von seinem Dom wiedergefunden. Als das bekannt wurde, war man in Meißen begeistert. Die Leute liefen zusammen und haben mit Benno zusammen seine Rückkehr gefeiert. Fisch und Schlüssel, das sind zwei uralte christliche Symbole. Der Fisch war ein geheimes Erkennungszeichen in Zeiten der Christenverfolgung. Denn das griechische Wort für Fisch, ichthys, ist so etwas wie ein kurzes Glaubensbekenntnis, auf Deutsch Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Und der Schlüssel, der steht gewissermaßen für die Aufgabe des Bischofs, den Menschen die Wege zu Christus aufzuschließen. Und die Legende vom heiligen Benno zeigt uns, wie sehr es sich lohnt, unser Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Bei aller Unsicherheit, bei allem, was im Moment gar nicht schön läuft, unser Vertrauen auf Gott lohnt sich und so wollen wir es trotzdem am kommenden Wochenende feiern. Dafür wollen wir auch am kommenden Sonntag in der Eucharistiefeier am Vormittag und in der Vesper am Nachmittag den heiligen Benno auch um seine Fürsprache bitten in Zeiten der Corona-Pandemie. Leider sind die Plätze im Dom nach wie vor sehr begrenzt, aber Sie alle haben die Möglichkeit, dennoch mitzufeiern, nämlich über das Kirchenradio oder auch über den Livestream. Im Internet sind Sie uns herzlich willkommen. Und natürlich möchten wir Sie gerne heute schon einladen zum Bennofest im nächsten Jahr. Dann können wir hoffentlich am 12. und 13. Juni 2021 zusammen mit Ihnen und mit vielen anderen unseren Stadtpatron und das Leben wieder kräftig feiern. Also, behüte Sie Gott. Und bleiben Sie gesund.